So, da sind wir schon wieder zurück mit dem nächsten Tipp, beziehungsweise eine kleine Vorstellung und halt die Frage, ob sich das Ganze lohnt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ihr wisst ja schon, es geht um die Bronze-Ausrüstung. Ich selbst habe jetzt gerade die Troll-Ausrüstung komplett, also quasi das Schurkenpaket. Und ich wollte euch jetzt einfach nur mal selber, also ich wollte euch natürlich auch die Bronze-Rüstung an sich präsentieren quasi, was es kostet vor allem. Weil allein der Brustpanzer kostet 5 Bronze. Und ihr wisst ja, Bronze gibt es ja so nicht zu finden, sondern muss kombiniert werden aus Zinn und Kupfer. Da kommen halt einiges an Materialien zusammen, die man halt erstmal farben muss. Aber wenn wir jetzt nur mal zum Beispiel den Beinschutz vergleichen, haben wir hier Rüstung 8. Klar, die Haltbarkeit ist deutlich höher. Aber wenn ich jetzt das mit der Hose vergleiche, und die ist noch Stufe 1, nicht geupgradet. Also wir vergleichen hier zweimal dasselbe, immer Level 1. Jetzt hat in Anführungszeichen mal gerade 6 Rüstungen und das andere hat 8 Rüstungen. Also da würde mich halt nur mehr interessieren, macht das wirklich so viel Unterschied? Wir haben jetzt insgesamt Rüstung von 19, wenn ich das Ganze so richtig verstehe. Wir haben Rüstungen 6, 6, 6, 1, 18, 19, ja. 19 Rüstungen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie sind eure Erfahrungen, was das betrifft? Weil klar, das Ganze wird sich, warte mal, gerade mal durchzählen. Das sind 8, sind 16, dann kommt noch der Helm, sind wir bei 24. 24, Umhang bleibt der alte, nehme ich mal an, weil klar, Bronzeumhang macht ja gar keinen Sinn. Dann sind wir quasi, was macht der Umhang? Umhang... Hier ist im Umhang auch nur 1. Haben wir insgesamt, lass mich lügen, 8, 16, 24, 25. Haben wir 6 Punkte mehr. Aber als jede Menge Materialkosten. Da muss man sich halt echt überlegen, ob man das wirklich will. Gut, ich werde es natürlich trotzdem machen. Aber ich werde halt wirklich mal gucken, weil ich glaube vorher, weil ich habe jetzt mir selber das Bronzeschwert hergestellt. Dann das Faust, das bronzene Faust. Faust. Schild. Dann haben wir schon die Bronze-Axt, damit wir halt das edle Holz abbauen können, wie Birken und Eiche. Dadurch natürlich wieder mehr Rezepte dazu kamen. Aber ich sag ganz ehrlich, mit Kupfer sollte man echt überlegen, beziehungsweise Bronze. Ob man wirklich alles in Bronze haben will, sieht vielleicht besser aus, aber ob sich das wirklich rechnet am Ende. Weil man muss halt wirklich viel farmen und für die Leute, die Solo spielen, wird es natürlich richtig schwer. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.